Hier ist wieder Everplayer und ich zeige euch heute, wie ihr in GTA 5 Online an sehr viel Geld kommt durch einen Money Glitch. Viel Spaß! Das ist kein Solo-Glitch, also ihr braucht einen Partner dafür, der mit einem voll aufgetunten Auto vor der Garage schon mal parkt. So, der am Ende das Auto verkaufen wird, also das Geld haben wird, geht schon mal in die Garage. Übrigens in eine private Online-Sitzung oder nur für Spieler mit Einladung, ist egal. Seid ihr drin, geht ihr zu eurem BMX, so dass links oben steht, Pfeil nach rechts drücken, um das Fahrzeug zu fahren. Wie gesagt, euer Partner ist draußen mit seinem Fahrzeug, aber ihr müsst aufpassen, er muss genau so stehen, dass der Beifahrer nicht einsteigen kann. Wichtig ist auch, dass er im Interaktionsmenü stehen hat, dass nur Beifahrer in sein Auto rein können. Jetzt muss euer Partner in eine von Rockstar erstellte Mission reingehen und euch über das System eine Einladung schicken. Also am besten geht ihr beim System auf Freunde und dann klickt Spieler einladen. Also ihr dürft nicht die Einladung am Handy annehmen. Wenn ihr dann die Einladung angenommen habt, kommt dann dieser Bildschirm. Jetzt drückt ihr A bzw. X und Pfeil nach rechts gleichzeitig. Wenn ihr dann in seiner Mission drin seid, drückt ihr Kreis und X und verlasst sie wieder. Jetzt müsstet ihr die ganze Zeit rumlecken und seid dann einmal kurz in seinem Fahrzeug. Wenn ihr dann aber wieder automatisch außerhalb des Fahrzeugs seid, geht ihr in Interaktionsmenü und ruft euer Fahrzeug. Also ihr klickt dann Fahrzeug anfordern. Jetzt könnt ihr euer Fahrzeug bis zu 200.000 Dollar verkaufen. Und ihr müsst nicht die Minuten warten, bis ihr wieder verkaufen könnt. Ihr könnt das die ganze Zeit hintereinander machen und immer wieder so in 5 Minuten 2 Autos verkaufen und also jedes Mal 200.000 Dollar kriegen. Übrigens, der Glitch klappt auf allen Konsolen und vergesst nicht, von wem ihr den Glitch habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch eine Bewertung. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen. Give them something nasty.